Jo Leute, willkommen zurück bei Spyro, Year of the Dragon. Ja, beim letzten Mal haben wir nicht hier aufgehört, Leute. Ich habe auf jeden Fall, ja, da seht ihr schon, zwei Level haben wir schon gemacht. Wir haben ja Sheila befreit. So, wir gehen jetzt zu dem nächsten Level, Leute. Auf jeden Fall wünsche ich euch doch viel Spaß. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. So. So, das nächste Level ist, glaube ich, hier drüben. Wolkentürme, da gehen wir auch rein. Komm. Ist nicht mehr lange, ne? Mit 900 Edelsteine. Ja, hier kommt ja kein Sequenz, haben wir gemerkt. Sequenz kommen ja bei den alten Teilen. Also bei 2 kam das ja. Bei 1 kam das ja auch nicht. So, da habe ich irgendwas versucht, aber ging nicht. Erstmal sammeln. Also irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. So, erstmal sammeln, sammeln, sammeln. Darunter können wir noch nicht. Dann gehen wir den mal ansprechen. Die Rhinoxe haben den Wolkengenerator abgeschaltet. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Regenbogen. Okay. Da können wir noch erstmal nicht hin. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Ja. Die kann man nur so besiegen, ne? Ich muss mal gleich meine Kamera mal dunkler machen. Also besser gesagt, das Licht, nicht das Kamera. Wie viel müssen wir eigentlich hier sammeln? Ich schau mal jetzt gleich. Schon wieder 400, ey. Die Metallrüstungen, die diese Gegner tragen, schützen sie vor deinen Drachenflammen. Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Okay. Wir kennen das schon, aber das Info, ne, das war eigentlich sinnlos, weil die können schon die jetzt schon platt machen, also ich wusste schon, wie ich die besiegen kann. Also das war wirklich sinnlos. Alter, der hat mich aber nicht getroffen, ne? Weil Sparks wurde nicht verletzt. So. So, richtig gucken, ich habe schon das gewusst. Was haben wir denn hier? Ja, da kommen wir noch erstmal nicht hin. Erstmal gehen wir hier runter. Oh, wir haben schon 1000, ne? Was haben wir denn da hinten? Ja, nichts vergessen hier, nichts. Oh, da haben wir schon das erste Ei hier im Level. Das erste. So, wer bist du denn? Hallo? Befreien? Spyro? Stephanie? Ein dicker Stephanie. Eine dicke, besser gesagt. Ich glaube, das war ein Mädchen, ne? Ein Mädel wäre das. Das sah aus wie ein Junge, finde ich. Also die Drachen sehen immer alle gleich aus. Keine Ahnung. Hast du es noch nicht angeschaut, ey? Ich
So. Oh nein, da bist du schon wieder, ne? Ja, komm, zieh mich wieder ab. Na, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Ich soll für die Zauberin diese Plattformen bewachen. Aber ich könnte wegsehen, wenn ich anderweitig beschäftigt wäre mit Edelsteine zählen. 200. Ja, komm. Niemals so Trottelschotter. Ja, kostbare, kostbare Edelsteine. Nun denn, Spyro, du kannst die Plattformen jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Da stand gerade niemals so Trottel. Aber eigentlich muss das automatisch hier angeschaltet werden. Aber keine Ahnung, warum ich den abbezahlen muss. Der zieht uns die ganze Zeit ab, dieser Abzocker. Denk dran, dass du am längsten gleitest, wenn du ganz oben im Sprung Sprung drückst und Aktion am Ende drückst, um zu schweben. Ja, ich kenne das schon. Danke für die Info wieder. Dahin können wir erstmal noch nicht. Ich muss sowieso wieder zurück, ne, weil da waren noch Edelsteine überall. Und mit Sheila oder was? Nein, das ist eine andere Nebenaufgabe. Ich wollte schon sagen, muss ich wieder Sheila nehmen. Ich glaube, hier sind viele Nebenaufgaben, ne? Da oben ist noch einer, glaube ich. So, ich muss sowieso zurück. Erstmal sprechen wir mal mit dem. Plattformen aktiviert? Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Na, ich hoffe mal. So, da kommt eine Sequenz. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Henry! Okay. So. Ja. Ach so, jetzt können wir überall hin. Ja, ich muss sowieso zurück. Jetzt regnet das auch, oder? Was haben wir da drüben? Habt ihr das schon gesehen? Versucht mal da hinzukommen, vielleicht von hier aus. So, wir haben 10 Leben. Ich hatte glaube ich schon 10, ne? Ich bin irgendwo gestorben. Ich weiß es noch. Beide auf einmal. So. War das nicht hier gerade, was ich vorhin gesehen habe? Können wir nicht einfach da rüber springen? Ja. Oh, da haben wir noch ein Ei. Ja, wir brauchen noch viele, ne? Ich glaube, ich habe nur einen entdeckt oder zwei. Ach, wir haben einen entdeckt und dann haben wir am Ende des Level haben wir noch einen bekommen. So, was bist du? Claire. Das richtig ausgesprochen? Clare oder Claire? Keine Ahnung, Leute. So, da sind wir auch. Das Ende des Levels. Aber uns fehlen noch Sachen. Warte, wie viel? Ja, 3 noch. 3 Eier und noch ein paar Edelsteine. Erstmal gehen wir dann hier rein. Da oben ist noch was, ne? Ich glaube, ich gehe erstmal hier. Diese Nebenaufgabe. Ach, das kenne ich. So, erstmal rumschauen. Umschauen. Unsere Sonne ist erloschen. Mit unserem Lava-Fusionskessel und 3 Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind.
Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Okay. Ja, das kenne ich schon. Aber wichtig ist wieder sammeln. Ich beil mich aber nicht mal, ne? Weil wir kann. Ich will auch noch die andere Aufgabe noch machen, die andere Nebenaufgabe, deswegen. So, erstmal hier weiter. So, jetzt muss hier hoch. Hier müssen, vielleicht sind noch hier welche Edelsteine. Doch nicht? Ja, anscheinend nicht mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt alles aber gesehen, ne? Hab nichts hier verpasst. So. Ja, dann kannst du loslegen mit dem Nebenaufgabe hier direkt. Einmal. Zweimal. Yo, wird immer schlimmer, ne? So, haben wir. Megasonne. Oder Mega-Hotet. Nimm diesen letzten Sonnensamen als Souvenir. Ich denke, es könnte ein Blindgänger sein. Lulu. So, ansonsten hast du keine Aufgaben mehr. Ich glaube nicht. Dann haben wir das hier. Aber ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Ne? Sonst haben wir ein riesengroßes Problem. Ich muss sonst wieder hier zurück und das will ich nicht. Ich glaube schon, dass ich alles mitgenommen habe. Ich schaue trotzdem nochmal nach. Boah, die Sonne. Heftig. Ja, ich glaube schon, ich habe alles mitgenommen. So, weiter geht's. Vielleicht ist das bei dem anderen Nebenaufgabe, ne? Ja, ist nicht mehr viel. So. Die andere Nebenaufgabe ist hier oben. Oh. Eierdieb. Ja, den kennen wir schon vom ersten Teil, ne? Ja, ich gehe mal erstmal. Hier sind zwei Nebenaufgaben eigentlich. Eierdieb ist ja noch da, ne? Der Eierdieb. So, erstmal sammeln. Beeil mich mal auch. Ne? Überall nachschauen, so. So, ich komme jetzt gleich zu dir. Warte nur. Ich muss nur kontrollieren, ob ich alles hier habe. Da sind noch Edelsteine, okay. So, ich komme. So, den haben wir noch auch. Jetzt bist du dran. So, euer Kopf.
Boah, ich hatte den fast. Hallo, der ist gesprungen. Ah, ich krieg dich jetzt gleich. Und jetzt. Brian, wir haben Brian befreit. Mit Brille. So. Jetzt zu der Nebenaufgabe. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke beim Morgengrauen. Aber diese schelmischen Geister verhindern, dass unsere Glocken läuten. Okay. So, was? Hier, 6. Okay. Aber sammeln. So, ich hoffe, ich habe nichts verpasst, würde ich sagen. Aber vielleicht haben wir... Ja, wir haben 5 Edelsteine irgendwo verpasst. Vielleicht bei... Oha, was war das denn jetzt? Warum war das so schnell? Warte, ich mach das nochmal. So. Einmal. Zweimal. Ich glaube, den dritten habe ich nicht mehr bekommen, ne? Keine Ahnung, Spyro hat das einfach nicht gemacht. So. Das ist das letzte. So, haben wir den. Willst du das haben? Es ist aus dem Glockenturm gefallen. Jake. Ja, wir haben alle Eier gefunden, ne? Aber mir fehlen noch Edelsteine. Shit, ey. Wie ich sowas hasse, ne? Etwas zu suchen die ganze Zeit. Ich hoffe nicht, dass wir hier was verpasst haben. Ich hoffe. Weil das ekelhaft ist, Leute, etwas zu suchen. Ja, ich schaue extra nach. Komm. Ich sehe hier nichts. Ich glaube schon, dass wir alles hier haben. Na, ich hab richtig. Ich guck ja richtig von ganz nach von oben, ne? Deswegen. So. Und weg hier. So, dann haben wir hier was verpasst. Wow, ne? Kacke ist, dass ich jetzt suchen muss. So, ich gehe mal erstmal zurück. Richtig nachschauen. Ich weiß, ob ich einen Cut machen soll, Leute, für euch. Extra, weil ich glaube schon, dass ich schon sehr lange suchen muss hier. Ne? Hier kommen wir wieder zurück, okay. Aber hierhin will ich ja noch nicht. So. Gefunden. So, zum Glück. So, Spyro. Wieder zurück. Hier kommen wir wieder zurück. Ja, endlich. Und ab nach Hause. So Leute, ich verabschiede mich schon mal. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen. Habe ich vergessen zu sagen. Und kommt jetzt eine Sequenz? Ja, ich dachte schon. Ja, abonnieren und bitte Like nicht vergessen, wie gesagt, und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt Spyro, Year of the Dragon. Ciao, Leute.